Moin Leute, und heute sage ich euch einen richtig heftigen Giftcast zu Friends Glitch. Jawohl! Was braucht ihr denn für dieses Glitch? Ihr braucht einfach einen Bunker inklusive MOC. Im MOC, im dritten Abteil, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr eine Sanchez. Außerdem braucht ihr noch eine Arena-Werkstatt inklusive freiem Stellplatz, Leute. Ihr braucht da freien Stellplatz. Ganz, ganz wichtig. Und außerdem braucht ihr für diesen Glitch einen allgemein anderen Zielmodus. Mein Tipp, nehmt freies Ziel. Den Zielmodus könnt ihr im Editor oder im Story-Modus ändern. Und außerdem braucht ihr noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Und optimalerweise ist euer Freund auch der Geber. Sprich, er hat auch das Auto, was ihr haben möchtet. Und euer Freund, ne, nur euer Freund, braucht auch noch einen offenen Raubüberfall aus der Basis. Das ist ganz wichtig, Leute. Und generell ist dieser Glitch in einer Einladungssitzung zu machen. Das ist wiederum auch sehr wichtig. Bevor wir mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Aber Leute, ich bin auch ehrlich, dieser Giftcast zu Friends Glitch ist nicht leicht. Denn es gibt hier einen kleinen Timing-Part, der tatsächlich ziemlich, naja, wie soll man es ausdrücken, richtig scheiße ist eigentlich. Denn da werdet ihr die meiste Zeit brauchen. Deswegen, Leute, schaut euch das Video wirklich genau an, damit ihr es auch hinbekommt. Es hat bei mir tatsächlich auch etwas länger gedauert, bis ich es hinbekommen habe. Aber es ist gut an diesem Glitch, Leute, wenn ihr die ganzen Vorbereitungen geschafft habt, könnt ihr durchgehend glitchen. Das bedeutet, ihr könnt da nicht nur ein Fahrzeug von eurem Freund bekommen, nein, ihr könnt sogar 10 Fahrzeuge von eurem Freund bekommen und nur einmal die Vorbereitung machen. Deswegen, Leute, der Glitch hat seine positiven, aber auch negativen Seiten. Aber nur gut, lasst uns anfangen. Als erstes seid ihr beide in einer Einladungssitzung und trefft euch am Casino. Denn wir sind jetzt in der Sicht des Freundes. Denn euer Freund muss zuerst in den Out-of-Radar-Modus gehen. Das bedeutet, euer Freund stellt sich jetzt erstmal so hin wie ich vor dem Casino-Eingang und registriert sich als CEO. Denn als CEO werden wir irgendwann eine Einladung von Lester bekommen für unseren offenen Raubüberfall an der Basis. Haben wir das? Als nächstes können wir dann in unserer Freundes- oder Community-Liste jemanden suchen, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, wir suchen jemanden raus, der GTA spielt und treten den bei. Die erste Meldung, die sich in GTA laden wird, ist ja die Meldung, dass ihr sicher seid, dass ihr den beitreten möchtet. Jetzt drückt mit der doppelten Playstation-Taste, geht nochmal auf die Beitrittsmeldung, geht auf Beitreten. Und jetzt sehen wir, Leute, ob der einen anderen Zielmodus hat oder nicht. Denn jetzt müsste sich jetzt in GTA die Meldung kommen, bist du sicher, dass du den Zielmodus ändern möchtest. Kommt diese Meldung nicht, hat der besagte Spieler den gleichen Zielmodus wie ihr und ist unbrauchbar für diesen Glitch. Aber in meinem Fall habe ich dann gefunden, da ihr einen anderen Zielmodus habt, das bedeutet, wir drücken jetzt Kreis. Denn jetzt kommt ein kleiner Timing-Part, Leute, denn ich werde das jetzt hier aus der Sicht des Freundes von euch erschossen. Das bedeutet, wir werden jetzt getötet und sobald wir getötet sind, drücken wir die doppelte Playstation-Taste, gehen auf Beitreten. Jetzt wird direkt die Meldung erscheinen, ob ihr euch sicher seid, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet. Hier drückt ihr Kreis und ihr rennt jetzt ins Casino rein, so wie ich. Und zwar zur Tür hinein. Und wenn alles funktioniert, Leute, müsstet ihr vor der Tür spawnen. Aber, Leute, eure Minimap ist kaputt. Daran merkt ihr schon mal, dass ihr in einem gewissen Out-of-Radar-Modus seid. Ihr seid zwar noch nicht fertig, Leute, aber ihr habt es so gut wie geschafft, Leute. Schafft ihr diesen Part nicht, müsst ihr es einfach nochmal neu probieren. Zur Not, Leute, macht eine neue Sitzung offen, denn manchmal kann es auch sein, dass die Sitzung einfach ein bisschen verbuggt ist. Aber gut, in meinem Fall habe ich es ja geschafft. Ihr geht jetzt einfach aufs Handy, geht auf Jobliste und geht einfach auf die Einladung von Lester für einen offenen Raubüberfall von der Basis und bestätigen auch, dass wir diese Einladung annehmen. Ihr werdet eine gewisse Zeit brauchen, bis ihr in der Basis gespawnt seid. Also keine Sorge, Leute, wenn es ein bisschen länger dauert. In meinem Fall hat das, glaube ich, sogar das ganze 2 bis 3 Minuten gedauert. Denn ihr werdet irgendwann in Richtung der Basis spawnen, aber ihr werdet durch die Basis durchfallen und auf einmal eine Oberfläche in der Nähe von Mount Shield jetzt spawnen. Und wenn das funktioniert hat, Leute, wunderbar, ihr seid in den richtigen Modus, ihr seid in den Modus von Out of Radar. Denn als nächstes trefft ihr euch mit eurem Freund, der das Auto von euch haben möchte, an der Arena-Werkstatt. Ihr könnt euch jetzt zur Arena-Werkstatt teleportieren oder einfach ein Auto bestellen und dorthin fahren. Ist euch überlassen. Gut, wir sind jetzt an der Arena-Werkstatt angekommen. Als nächstes klaut euer Freund sich ein Straßenfahrzeug, was er auch in die Garage reinfahren kann, also irgendein billiges Auto. In der Zeit könnt ihr schon euer Handy öffnen,
geht auf schneller Job, geht auf Aktivitäten und geht dann auf Golf, Darts oder Armdrücken und geht auf alleine beitreten, denn wir brauchen, dass unten steht, Lobby wird gefüllt. So, ich mache das jetzt und switch jetzt auch die Ansicht, dass ich jetzt nicht mehr der Geber bin, sondern diejenige, der das Auto bekommt. Deswegen steht es oben auch nicht mehr Freund. Jetzt bin ich nämlich derjenige, der das Auto haben möchte von meinem Freund. Ich habe jetzt die Ansicht geändert, Leute, deswegen seid ihr jetzt nicht verwirrt. Mein Freund hat jetzt gesagt, ey, meine Lobby wird jetzt gefüllt, ich bin jetzt in dem Modus drin, den du brauchst. Das bedeutet, er steigt jetzt mit euch ins Straßenfahrzeug ein und ich fahre jetzt zur Arena-Werkstatt. So, ihr werdet jetzt die Auswahl haben zwischen der Arena-Werkstatt-Ebenen. Ihr geht jetzt einfach auf die Arena-Werkstatt. Ihr werdet schon merken, dass ihr einen endlosen Ladescreen vor der Arena bekommt. Jetzt gehen wir übers PSN und treten unserem Freund bei. Sind wir unserem Freund beigetreten, haben jetzt da die Meldung ETR, ob ihr euch sicher seid, dass ihr denjenigen beitreten möchtet. Wenn ihr diese Meldung habt, könnt ihr eurem Freund sagen, ey, steigt mir bitte aus dem Fahrzeug aus. Und Leute, jetzt kommt der dreckige Timing-Part. Ja, leider ist es so, denn sobald ihr die Garage hört, müsst ihr sofort X spammen, was das Zeug hält. Ihr müsst so viel X drücken, wie ihr könnt. Und Leute, wirklich, es ist eine verdammte Timing-Sache. In meinem Fall hat das hier jetzt nicht funktioniert. Das ist jetzt nicht schlimm, Leute. Ihr bekommt irgendwann einen Blackscreen und landet in eurer Arena-Garage. Dann hat es bei euch leider nicht funktioniert und müsst es dann nochmal machen. Oder in meinem Fall bleibe ich einfach draußen, weil ich das zu früh gemacht habe. Ist auch generell egal, wie es ist. Es hat nicht funktioniert. Wir sind nicht verbuggt. Das bedeutet, wir klauen uns wieder ein Straßenfahrzeug, wenn nötig. Und sagen unserem Freund, steig bitte wieder ins Auto ein. Ist euer Freund wieder ins Auto eingestiegen, werdet ihr einfach wieder Richtung Arena fahren. Ihr werdet dann wieder an der Auswahl sein, welche Arena-Ebene. Ihr geht wieder auf Arena-Werkstatt. Ihr werdet wieder einen endlosen Ladescreen bekommen vor der Arena-Werkstatt und treten jetzt unserem Freund wieder bei, bis sich die erste Meldung geladen hat. Hat sich die erste Meldung geladen, können wir unserem Freund wieder sagen, ey, steig bitte aus. Und sobald ihr die Garage hört, Leute, sobald ihr die Garage hört, spammt ihr X, was das Zeug hält. Und hier ist auch der Versuch, der bei mir funktioniert hat. Ihr werdet dann so richtig komisch verbuggt sein, alles ist unsichtbar, es flackert überall. Ihr steigt dann jetzt einfach aus und werdet dann auch durch die Map fallen und wieder draußen spawnen. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, werdet ihr merken, dass ihr keine Minimap habt. Wie geil ist das denn? Das bedeutet, ihr seid jetzt auch in den richtigen Modus für diesen Glitch. Das bedeutet, Leute, ihr habt jetzt die Vorbereitung für diesen Glitch offiziell geschafft. Und das bedeutet wiederum auch, wenn ihr ein zweites Fahrzeug von eurem Freund haben möchtet oder das 10. Fahrzeug von eurem Freund haben möchtet, könnt ihr jetzt ab diesem Moment wieder den Glitch neu machen. Was müssen wir denn jetzt als nächstes tun? Als nächstes müssen wir zu einer ganz bestimmten Location fahren. Ihr sitzt ja auch hier gerade eingeblendet, denn dort müssen wir jetzt hin und auch unseren MOC bestellen. Ihr könnt euren MOC jetzt schon bestellen und einfach dahin fahren oder erst dahin fahren, euren MOC dann bestellen. Ist euch überlassen. Generell müsst ihr mit einem MOC dort dahin fahren. Seid ihr dort angekommen, stellt euren MOC ungefähr so hin wie ich und bestellt euren Sanchez über das Interaktionsmenü von MOC. Habt ihr euren Sanchez bestellt und euer Freund ist mittlerweile auch da und mit dem Fahrzeug, was ihr haben möchtet. In meinem Fall wollte ich von ihm jetzt einfach diesen gemergten bzw. gemoddeten Panzer haben. Können wir auch mit dem Glitch jetzt weitermachen. Denn als nächstes steigt euer Freund mit aufs Motorrad und ihr fahrt jetzt in Anhänger rein. Und wenn ihr jetzt die rechte Pfeiltaste drückt, werdet ihr gefreezed sein. Dann steigt euer Freund einfach ab und ihr seid nicht mehr gefreezed. Und jetzt fahrt ihr mit dem Motorrad einfach zur Seite, so wie ich jetzt hier, dass der blaue Kreis wieder sichtbar wird. Denn jetzt lehnt sich euer Freund gegen das MOC. Und sobald sich euer Freund gegen das MOC gelehnt hat, könnt ihr zu Fuß da reingehen. Und ihr geht auf alleine beitreten, Leute. Das ist ganz wichtig, dass der auf alleine beitreten geht. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, Leute. Denn jetzt suchen wir uns jemanden raus, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, wir gehen jetzt wieder in irgendeine Community oder Freundesliste und suchen jemanden raus, der GTA spielt. Wir treten den jetzt bei. Die erste Meldung, die sich jetzt laden wird, ist ja wiederum die Meldung, ob ihr sicher seid, dass ihr denjenigen beitreten möchtet. Und jetzt drücken wir die PlayStation-Taste, gehen nochmal auf die Beitrittsmeldung, gehen auf Beitreten. Und wenn er jetzt einen anderen Zielmodus hat, müsste sich ja die Meldung ändern. Ändert sich die Meldung nicht, hat den gleichen Zielmodus wie ihr, uns unbrauchbar für diesen Glitch. Aber für meinen Fall hat sich die Meldung geändert. Und jetzt, Leute, könnt ihr einfach Kreis drücken und boom! Ihr seid unsichtbar und jetzt lauft ihr zum Fahrzeug hin, was ihr haben möchtet, steigt ein und es gehört euch. Wie geil ist das denn? Und Leute, das ist auch der Grund, warum man genau in dieser Location der MOC sein muss. Denn wenn ihr diesen Part macht, wo ihr unsichtbar rumlauft, ihr spawnt immer
an dieser Stelle. Egal wovon ihr diesen Glitch macht, ihr spawnt immer in dieser Straße. Deswegen müsst ihr euren MOC und das Fahrzeug, was ihr haben wollt und so weiter und so fort, alles dort hinstellen. So, in meinem Fall habe ich jetzt den Panzer erfolgreich abgespeichert. Er steht jetzt in meinem MOC. Wie geil ist das denn? Und das Gute an diesem Glitch, Leute, die Vorbereitung ist wirklich mies. Also wirklich, die Vorbereitung dauert lange, aber wenn ihr einmal in diesem Modus drin seid, könnt ihr so oft glitchen, wie ihr wollt. Das bedeutet, jetzt müsst ihr einfach theoretisch wieder ein neues Sanchez umparken, dass ihr wieder ein Sanchez in MOC drinnen stehen habt und könnt euch direkt das nächste Fahrzeug von eurem Freund glitchen. Es kann aber sein, Leute, dass ihr beim Umparken einen endlosen Blackstream bekommt beim MOC, dann keine Panik, Leute. Ihr müsst es dann wieder machen, mit jemandem beitreten, aber die zweite Meldung, die Zielmodusmeldungen wieder abbrechen. Falls ihr trotzdem noch, warum auch immer noch einen endlosen Blackscreen sein solltet, könnt ihr eurem Freund sagen, ey, geh bitte mal wieder in diese Aktivität Darts rein, sagt mir Bescheid, wenn unten steht, Lobby wird gefüllt, dann trete ich dir nochmal bei und bestätige jede Meldung mit X und dann seid ihr auch wieder draußen. Das bedeutet, ihr seid aus dem gefriesenen Blackscreen wieder raus und theoretisch sollte das Fahrzeug sich dann auch umgeparkt haben. Also sprich, dass die Sanchez dann wieder neu da drin steht und dass ihr mit dem nächsten Fahrzeug weiter glitschen könnt. Und by the way, Leute, mit diesen Giftcasted Friends kann man auch wieder any blacklisted cars in MOC Glitch wieder machen. Das bedeutet, jetzt kann man wieder rumprobieren, ein Polizeiauto ins MOC zu bekommen. Aber Leute, das war's generell von diesem Glitch. Ich hoffe, euch hat der Glitch gefallen, auch wenn er ein bisschen schwierig ist. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Lasst ein Like, da würde mich auf jeden Fall freuen. Für die Leute, die mich auch überhaupt gar nicht kennen, können mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie nicht so welche krassen Glitches wie diesen hier verpassen. Aber ich bin mal raus. Bleibt gesund. Euer Bombard. Ciao.